Vor 4 Jahren fand ich zufällig ein Buch. Es war in einer Bibliothek voller alter Bücher. Das erste Buch, das ich dort ganz neugierig in die Hand nahm und aufschlug, hatte eine Inschrift. Fast alle dieser alten Bücher hatten Inschriften. Aber in diesem Film will ich nur von diesem einen Buch erzählen. Das Buch ist das Gebetbuch der israelitischen Kultusgemeinde zu München und die Inschrift lautet: Paul Max Hechinger zur Erinnerung an seine Bar Mitzwa am 13. März 1937, der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde München, Dr. Österreich. Ohne dieses Buch wäre die Erinnerung an diesen Menschen komplett verloren, denn anders als andere Namen gibt es bei ihm keine Kinder, Brüder oder Schwestern. Vor 4 Jahren versuchte ich, etwas über diesen Paul Max herauszufinden. Alles, was ich damals finden konnte, war: Der Tag seiner Bar Mitzwa war der 1. Nisan nach dem jüdischen Kalender. Das war Schabbat Vayikra, also der Anfang des 3. Buchs der Torah, wurde in der Synagoge gelesen. Es war Schabbat HaChodesh. An diesem Schabbat gab es einen Jugendgottesdienst, wie ein Kalender der Münchner Hauptsynagoge zeigt. Vielleicht hatte also Paul Max seine Bar Mitzwa im Rahmen dieses Jugendgottesdienstes. Am Ende des Gottesdienstes wird ein Mitglied des Vorstands ihm dieses Gebetbuch feierlich überreicht haben, vielleicht mit dem Wunsch, dass er dieses Buch in Zukunft oft in dieser Synagoge benutzen sollte. Aber im Falle von Max, seine Synagoge wurde abgerissen, nur etwa 1 Jahr nach seiner Bar Mitzwa im Juni 1938. Ein Dokument des Bundesarchivs besagt, dass Max deportiert wurde, aber man weiß nicht, wohin. Unbekannter Ort der Deportation, heißt es. Offenbar wurde Max also von Nazis aufgegriffen, aber kam nirgendwo an. Wie aber kommt sein Bar Mitzwa-Geschenk nach Lissabon? Wir finden den Namen Paul Max Israel Hechinger auf der Passagierliste eines Schiffs. Ein Schiff von Lissabon nach New York, die SS Muisinho. In dieser Liste steht, dass er am 9. Juni 1941 ein Visum für die USA erhalten hatte. Wie ist Max von München nach Lissabon gekommen? War er einer von den vielen Millionen Deutschen, die zwischen 1939 und 1944 aus Europa zu fliehen versuchten? Der Fluchtweg ging über Frankreich, Spanien, Portugal, Lissabon? War Max einer der vielen, die heimlich in der Nacht die Grenze zwischen Frankreich und Spanien in den Pyrenäen überquerten? Danach nahmen viele einen Zug durch Spanien nach Portugal. Wo sie an der Estação Rossio in Lissabon ankamen. Am 20. August 1941 bestieg Paul Max im Hafen von Lissabon ein Schiff, die SS Muisinho. Es war eines der Schiffe, die Flüchtlingskinder nach USA brachte. Die Person, die für Max Überfahrt bezahlt hatte, war der Hamburger Bankier Erich Warburg, sagt die Passagierliste. Freund der Familie, sagt die Eintragung. Paul Max war damals 17 Jahre alt und reiste allein, ohne Freund, Bruder oder Schwester. Die Eintragung sagt, er würde in den USA niemanden kennen und Geld hatte er auch keins. Eigentlich brachte die SS Muisinho Kinder bis 16 Jahren in die USA. Paul war 17. Da steht eine Bemerkung. Er hat einen Beruf. Kochlehrling. Cook Apprentice. War er also als Koch auf diesem Schiff? Die Schifffahrt dauerte 13 Tage, also fast 2 Wochen. Am 2. September 1941 kam Paul Max in New York an.
Wahrscheinlich kam er, wie in der Regel üblich, erstmal in das Flüchtlingslager auf Ellis Island. Damals, vor 4 Jahren, konnte ich nicht mehr über ihn herausfinden. In den USA schien sich seine Spur zu verlieren. Doch inzwischen gibt es viel mehr Daten im Internet und ich kenne jetzt auch Informationen aus dem Münchner Stadtarchiv. Und plötzlich weiß ich viel mehr über Paul Max Leben vor und nach Lissabon. Darüber will ich in diesem Film erzählen. Über seinen Vater und seine Mutter konnte ich einiges herausfinden, das uns Einblick gibt in Paul Max Leben in München, bevor er als Flüchtling in Lissabon sein Buch liegen ließ. Seine Eltern waren Julius und Rosa Hechinger. Sie heirateten am 29. März 1923 in München. Rosa war damals 24 und Julius war 28, ein promovierter Jurist. Und außerdem hatte er im Ersten Weltkrieg als Unteroffizier gekämpft. Über Rosa gleich mehr. Paul Max Oma, also Julius Mutter Gertraud Hechinger, war bei seiner Hochzeit 53 Jahre alt. Sie kam ursprünglich aus Fürth. Fürth war seit dem 15. Jahrhundert ein Zentrum jüdischen Lebens in Bayern. Es wurde sogar das fränkische Jerusalem genannt. Und sein Opa, Julius Vater, war damals schon 75. Er war 22 Jahre älter als seine Frau. Paul Max Eltern wohnen im Haus der Großeltern, also bei den Eltern des Vaters, in der Hans-Sachs-Straße 14 in München. Hier wird ein Jahr nach der Hochzeit, am 3. März 1924, ihr Sohn geboren. Es wird das einzige Kind dieses Paares bleiben. Er heißt sicher Paul nach dem Bruder seiner Mutter, also seinem Onkel, der 4 Monate zuvor, am 3. November 1923, im Alter von nur 16 Jahren in München gestorben war. Im aschkenasischen Judentum ist es üblich, Kinder nach verstorbenen Verwandten zu benennen. Warum und woran ist der junge Onkel Paul wohl gestorben? Und er heißt Max, ein Name, den es in seiner Familie sonst noch nicht gab. Aber Maximilian ist der Name etlicher bayerischer Fürsten und Könige. Vielleicht zeigt der Name Max, wie bayerisch die Familie war. Wer weiß. Als Paul Max 8 ist, stirbt sein Opa im Alter von 84 Jahren am 12. Juni 1932. Ein Jahr später, am 30. März 1933, 4 Wochen nach Paul Max 9. Geburtstag, wird sein Vater für einen Tag von der SA in Regensburg in Schutzhaft genommen. Sein Verbrechen war Jude. Paul Max Eltern sind in ihrer Synagoge aktive Mitglieder. 1935 wird sein Vater Mitglied der Gemeindeverwaltung der israelitischen Kultusgemeinde München, eine Synagoge deutsch-liberaler Ausrichtung. Rabbiner war seit 1911 Dr. Leo Berwald, ein Münchner, der in Erlangen in Philosophie promoviert hatte und 6 Jahre später am Rabbinerseminar in Breslau ordiniert worden war. Paul Max Vater war außerdem Kassenwart des jüdischen Turn- und Sportvereins in München. Ob Paul Max dort auch mitgemacht hat? Ob er Sport mochte? Am 3. März 1937 feiert Paul Max seinen 13. Geburtstag. Und das einzige Kind der Familie feiert am 13. März, am Schabbat Hachodesh, seine Bar Mitzwa. Sein Bar Mitzwa-Abschnitt ist Vayikra. Ob er den Maftir in der Synagoge vorgelesen hat? Levitikus 5, die Verse 24 bis 26? Was wird er zu diesen Kapiteln aus dem 3. Buch Mose in seiner Bar-Mitzwa-Rede erklärt haben?
Er wird die Haftara zu Shabbat HaChodesh vorgetragen haben, Ezechiel 45, Vers 16 bis 46, Vers 15. Bonbons werden geflogen sein zur Feier seines Lernens. Mazal Tov werden die Leute gerufen haben. Und dann kam jemand vom Gemeindevorstand und überreichte ihm das Geschenk, das Gebetbuch der Gemeinde, Seder Tefillot, israelitische Gebetsordnung der israelitischen Gemeinde in München. Und auf der ersten Seite, in schöner Handschrift, zur Erinnerung an seine Bar Mitzwa. Ohne dieses Buch würde heute niemand mehr von Paul Max etwas wissen, denn dieses Buch ist alles, was von ihm übrig geblieben ist. Es trägt seinen Namen und ließ mich nachforschen, was wissen wir eigentlich über Paul Max Hechinger. 1937 war ein besonderes Jahr für die Münchner Gemeinde. Sie feierte im Herbst 37 ihr 50-jähriges Jubiläum ihrer Synagoge. Ein Jahr nach seiner Bar Mitzwa wurde seine Synagoge abgerissen, im Juni 1938. Es ist die erste Synagoge, die in Deutschland zerstört wurde. Sie wird auf Befehl von Adolf Hitler persönlich abgerissen. Der letzte Gottesdienst dort stand ganz im Zeichen des Schmerzes über den Verlust. Paul Max' Vater, Julius, war seit November 1938 als Sachbearbeiter für Finanzen für den Umbau der Gemeinderäume in der Lindwurmstraße 125 zuständig. Denn dort traf sich die Gemeinde jetzt in den Räumen einer ehemaligen Tabakfabrik nach dem Abriss ihrer Synagoge. Der ehemalige Maschinenraum der Fabrik wurde zu einem Betsaal für 500 Personen umgebaut. Aber er wurde nur 5 Monate später während der Reichspogromnacht im November 38 verwüstet. Möbel und die Bibliothek wurden entwendet. Der Raum musste wieder neu hergerichtet werden. Am 14. Dezember 1938 weckte der Raum, ich zitiere, in künstlerisch einfacher, würdiger Form das Erstaunen aller Besucher. Paul Max hat diese Zeit als Post-Bar Mitzwa miterlebt. Sein Vater war aktiv in der Gemeindearbeit involviert. Paul Max beginnt eine Ausbildung als Konditor und Kochlehrling. So erfahren wir im Münchner Stadtarchiv. Ob er in der Kochschule Albert Schwarz war, seit 1938 eine Einrichtung der israelitischen Kultusgemeinde? 3 Jahre nach seiner Bar Mitzwa stirbt Paul Max Mutter. Das heißt, sie wird ermordet. Und das kam so. Paul Max Onkel Isidor, der ältere Bruder seiner Mutter, lebte schon seit 1917 in der Heilanstalt Egelfing-Haar im Osten von München. War es eine psychische Folge des Weltkriegs? Oder lagen psychische Erkrankungen in der Familie der Mutter? Der Eintrag im Münchner Stadtarchiv sagt, Rosa Hechinger litt an Schizophrenie. Auch sie war jedenfalls in Egelfing-Haar. Wurde sie dort sterilisiert und hatte Paul Max deshalb keine Geschwister? Am 20. September 1940 wird sie im Rahmen der sogenannten T4-Aktion von dort nach Schloss Hartheim bei Linz gebracht, wo sie noch am Tag der Ankunft mit Kohlenmonoxid vergast wird. Sie wurde 40 Jahre alt. Paul Max ist damals 16. Die Tötung psychisch Kranker und Behinderter war der Beginn der Vergasung von Millionen von Menschen. Ein Jahr nach der Ermordung seiner Mutter, im Juni 1941, bekommt Paul Max ein Visum für die Vereinigten Staaten von Amerika. Sein Rabbiner übrigens ist schon dort. Rabbiner Leo Berwald emigrierte 1940 über London in die USA und wurde Rabbiner der Gemeinde Beit Hillel in Washington Heights, einer Gemeinde mit Immigranten aus München und Nürnberg. Rabbi Leo Berwald
amtierte dort bis 1955. Er stirbt im April 1970 in New York. Doch zurück zu seinem ehemaligen Bar Mitzwa in München. Im Juni 1941 erhält Paul Max also ein Visum nach USA. 3 Monate später besteigt er das Schiff in Lissabon, das Schiff nach New York, wo er als Cook Apprentice auftaucht. Warum hat er das Gebetbuch in Lissabon liegen gelassen? Es zeigt jedenfalls, dass er in den Wochen oder Tagen in Lissabon Kontakt hatte zu der 1934 gegründeten Flüchtlingsgemeinde Ohel Jacob. Bevor ich erzähle, wie es mit Paul Max in New York weiterging, lasst mich noch erzählen, wie es seinem Vater in München erging, nachdem Paul Max weggegangen war. Seit 1941 war Paul Max Vater Julius Hechinger Mitglied der Gemeindevertretung der israelitischen Kultusgemeinde München. Er bekam den Befehl, Personen für die Evakuierung zu benennen. Er stellte die Listen auf mit den Namen derer, die dann nach Theresienstadt deportiert wurden. Er hat mit der Gestapo zusammengearbeitet. Warum? Dachte er, er könnte die Lage dadurch verbessern? Hatte er Angst? Am 7. März 1942, Paul Max feierte gerade eben seinen 18. Geburtstag irgendwo in New York, ist die Adresse seines Vaters nun das Krankenhaus der israelitischen Kultusgemeinde in München. Warum ist er dort? Ende März, so erfährt man aus einer Untersuchung der Schicksale Münchner Juden, erhält auch Julius Hechinger, der Vater von Paul Max, die Mitteilung der Deportation am 4. April nach Piaski. Er flieht. Die Umstände sind mysteriös, Zeitzeugen erzählen Widersprüchliches. Er erfährt anscheinend am Telefon, während er in den Gemeinderäumen in der Lindwurmstraße 125 ist, dass er deportiert werden soll. Er bittet jemanden um ein Fahrrad und verschwindet. Aber die Flucht missglückt. Er wird wenige Tage später gefunden und in das Barackenlager Knorrstraße in Milbertshofen gebracht. Dort wird er gequält und gedemütigt. Ein Zeitzeuge berichtet, so kam nachts die Gestapo, um Julius Hechinger, der bei der Zusammenstellung der Transporte behilflich gewesen war, mit dem Wasserschlauch durchs Lager zu treiben. Ein anderes Mal musste er mit bloßen Händen die Latrine reinigen. Manchmal trieben die Gestapo ihn und andere Juden durch das Lager, bis alle vor Erschöpfung zusammenbrachen. Am 13. Juli 1942 findet sich Paul Max Vater Julius Hechinger unter den 50 Menschen, die von München nach Auschwitz deportiert wurden. Es ist möglich, dass er dort am 15. Juli ankam, denn an diesem Datum wurde sein Vermögen an das Deutsche Reich übertragen. Ist er am Tag der Ankunft vergast worden? Oder später? Er wird beschrieben als ein Mann mit großer Energie und Vision. Er konnte, so heißt es, gut mit Vorgesetzten umgehen, vorsichtig, aber dennoch resolut, wenn es um schwierige und sensible Dinge ging. Er hatte Empathie für die, die verfolgt wurden, war erfinderisch daran zu helfen, aber charakterlich war er kein einfacher Mensch. Ehrgeiz und eine gewisse Rücksichtslosigkeit brachten ihn oft in Konflikt mit Abteilungsleitern, einschließlich dem Rabbinat. Beliebt scheint er nicht gewesen zu sein. Ob Paul Max in den USA erfahren hat, was sein Vater nach seiner Ausreise erlebt hat? Mit großer Wahrscheinlichkeit wird er nie erfahren haben, was mit seinem Vater geschah. Paul Max' Vater, Julius Hechinger, stirbt in Auschwitz im Alter von 46 Jahren. Und Paul Max in New York? Auch er wird nicht alt werden. Er wird nur 2 Jahre nach seinem Vater sterben. Warum? In Amerika nimmt Paul Max einen neuen Namen an. Er ist nun Paul M. Harris.
Er schließt sich dem amerikanischen Militär an und hilft, den Faschismus in Europa zu bekämpfen. Er fällt als Private First Class, also als Gefreiter der US-Armee, am 8. Februar 1944 in Italien. Einen Monat vor seinem 20. Geburtstag. Sein Grab ist auf irgendeinem amerikanischen Soldatenfriedhof in Süditalien. Er hinterließ ein Gebetbuch in Lissabon mit seinem Namen und ein Passfoto in München. Paul Max Hechinger, die Erinnerung an seine Bar Mitzwa, ist eine Münchner Familiengeschichte des 20. Jahrhunderts. Shalom, al mishkavot.